Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz nach dem vierten Playoff-Spiel zwischen den Star Bulls Rosenheim und dem ESV Kaufbeuren. Durch einen Sieg der Joker bleibt die Runde weiterhin spannend. 2:2 nach Spielen. Zu meiner Rechten der Co-Trainer der Rosenheimer, Martin Reichel. Dadurch, dass Herr Stehr krankheitsbedingt direkt die Heimreise angetreten hat. Zu meiner Linken der Trainer der Joker, Ken Latter. Herr Reichel, spannend bis zur letzten Minute. Ihre Einschätzung zum heutigen Spiel. Ja, guten Abend. Erstmal möchte ich Frank Stehr entschuldigen, weil der ist krank, der hat Magen-Darm-Grippe und da wollte er auch nicht anstecken. Und zum Spiel, ich denke, dass wir ein sehr gutes Auswärtsspiel geliefert haben, die ersten zwei Drittel. Wir sind gut in der Defensive gestanden. Wir haben vor allem im ersten Drittel, denke ich, auch viele Chancen, wo wir mehrere Tore schießen müssen. Leider ist es nicht passiert. Im letzten Drittel haben wir dann sehr schnelles Tor bekommen und da ist Kaufbeuren dann natürlich gefährlich mit zwei Reihen. Und ja, wir haben das Spiel leider verloren und am Freitag geht es weiter. Danke, Ken. Was sagst du zum heutigen Spiel? Erstens guten Abend und Franz, ich hoffe, dass er wird besser das nächste Spiel. Das ist nicht immer gut, wenn eine Person krank ist. Das ist nicht das Beste. Und er hat mit Sicherheit kämpfen müssen, halt hinter der Bande. Aber gute Besserung, Franz, auf jeden Fall. Wird mit Sicherheit aufgenommen hier, oder, Stefan? wie der Martin es gerade gesagt hat, das war ein Playoff-Spiel. Die haben sehr gute Auswärtsspiel geliefert. Defensiv sehr stark. Der Norman im Tor war sehr gut heute Abend. Aber wie immer. Und ja, gut, wir haben das Druck gemacht und zum Schluss eine letzte. Ja, genau, das regt mich schon auf jetzt gerade. Was ist das da? Vibrator oder was? Was gibt's denn? Also, ja, wo bin ich jetzt gerade? Also, ja, gut, wie der Martin gesagt hat, mir das erste Tor für uns ist schnell gekommen, ich glaube, mit 30 Sekunden und grob. Und es war. Für uns wichtig. Erstens, das war für uns wichtig. Und gut, dann haben wir das Überzahl zum Schluss gehabt und wir haben das Tor geschossen. Das ist ein Playoff-Spiel, wir kommen nicht viel machen. Es ist so angedeutet, letzte Pressekonferenz mit zwei Reihen. Das habe ich schon gemacht. Franzi, nicht vergessen, gell? Danke. Danke, Ken. Fragen von der Presse an dieser Stelle? An Ken. Du hast halt auch ein paar Mal die Reihen hin und her gewechselt. Spricht das eher dafür, dass du unzufrieden bist mit deiner Konstellation oder willst du einfach den Gegner verwirren damit? Verwirren, ja. Nein, also verrückt machen würde ich es nicht tun, aber so. Nein, ich will mehr Druck ausüben. Marco Habermann hat sich leicht verletzt, das habe ich gerade erfahren, dass er irgendwo anders verletzt ist, wenn wir überprüfen, was er hat. Er hat jetzt ein bisschen das dritte Person in die erste Reihe gefällt und darum habe ich es gewechselt gemacht. Also wir haben die erste Reihe hat eine Person braucht, die mehr Druck bringt. Und Grosch hat das gut gemacht und ja, aber nee, verrückt machen, das muss der Franz wissen, wenn er beschäftigt ist, was ich mache, das ist von mir aus aber. Ich versuche unbedingt hier einen Sieg zu machen. Nochmal, wir wollen das Series gewinnen. Und ich muss alles machen, was möglich ist. Und ich glaube, ab 13 Minuten habe ich mit 6 Stürmern gespielt und 4 Verteidiger. Glaube ich, aber hundertprozentig. Da muss ich nachschauen. Ich habe nicht nachgeschaut, aber ich glaube, 13 Minuten war es. Beschreib mal ganz kurz, welche Rolle der Kopf spielt in so einer Partie, in der man lange anläuft, anfangs sich sehr schwer tut, Chancen herauszuspielen gegen den starken Torwart und eine sehr kompakte Abwehr. Was passiert da in den Köpfen von den Spielern, denen du nah dran bist? Ja gut, also ich schätze, dass manche vielleicht ein bisschen frustriert waren in den ersten 40 Minuten. Aber da muss ich ganz einfach als Trainer zu denen sagen, in der Drittelpause, mach eigentlich gar nicht verrückt über das Thema. Der Druck ist da. Was wichtig ist, der Druck war da. Und
ich will nicht sagen, es war ein Thema oder eine Frage von der Zeit, dass wir ein Tor schießen. Also Gottes Willen, wir waren down auf dem Drücker. Oder down, Entschuldigung, wir haben unsere Chancen gehabt und ja, Geduld. Und das haben sie gezeigt. Und ich denke, dass, wenn ich Levi und Brady anschaue, der letzte, wenn ich spiele mit 6 Stürmer, die haben kein Problem mit dem Thema, die kennen das. Die kommen besser ins Spiel, besser in den Lauf. Und dann, ja, das haben sie gut gemeistert heute. Und, nee, also Geduld auf jeden Fall müssen sie haben. Und das haben sie geschafft heute. Oder getan heute. Freut sich auch ganz besonders, dass zwei große Faktoren in den Playoff-Partien immer das Überzahlspiel und die Import, die Kontingentspieler heute den Ausschlag gegeben haben am Ende? Ja, gut. Also, du gehst in die Richtung mit den Fieres, oder? Mit den Ausländern? Nein, nein, nein. Nee. Also, na, mit der Überzahl, gut, war keine schlechte Überzahl heute. Das darf man nicht vergessen. Also, ich glaube, das waren nur 2 oder 3 der Mannschaft. Bin mir nicht so sicher, really nicht, aber. Rosenheim hat eine sehr starke Unterzahl, darf man nicht vergessen. Und gut, dafür ist die Überzahl da. Wir haben das heute Abend ausnutzen können auf das Tor der Tor. Und das ist gelungen, ganz gut für uns heute. Halt. Die Überzahl. Heute hat Rob McPhee das Comedy-Team ausgesetzt. Weißt du schon, wie es am Freitag ausschauen wird, dein Line-Up? Ja, also es bleibt so, wie es ist. Momentan. Also, wir haben keinen Grund. Wir haben gewonnen gerade. Also, seit die Sprache auf Englisch, gell. Das, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, aber niemals ein Gewinner wechseln oder keine Ahnung. Don't change a winning team. So heißt es bei uns auch. Wie viel Liegestütz hätte lieber Nelson machen müssen, wenn Rosenheim noch das 2-2 geschossen hätte? Es war kurz, also ich war kurz in der Zimmer, also in der Kabine bei Danny und es ist gut gegangen heute. Ich war nicht so ganz begeistert, dass, weil es war nicht allein Levi, Brady hat es gehabt und ich glaube G, also Grosch hat es auch gehabt auf dem Schläger. Es kann normalerweise, wenn du das nicht reinbringst, und ich glaube es ist gegen München einmal passiert vor ein paar Jahren, wir haben es nicht reinbracht, Tor war leer und dann haben das Tor geschossen und gewonnen in der Verlängerung oder vielleicht, ich weiß nicht mehr. Gar nicht gut, also ich glaube Levi wird morgen an der roten Linie stehen und 10 Scheiben schießen am leeren Tor. Aber ich glaube, es war Abwehrstammung. Von meinem Winkel schon. Ist jetzt der Druck wieder bei Rosenheim? Das nächste Spiel ist in Oberbayern. Kann man das so sagen, dass ihr jetzt ein bisschen entspannter vergleichsweise nach Rosenheim fahren könnt? Ja, klar. Ich meine, nach einem Sieg ist es immer leichter, das nächste Spiel zu spielen. Aber ist der Druck an Rosenheim? Also, ich glaube gar nicht. Also, ich meine, das ist ein Best of 7 und. Es ist so immer eng und es ist knapp und ich glaube absolut kein Druck steht da. Also heute Abend war der Druck an uns, weil wir waren ein Spiel hinter. Jetzt steht es 2-2. Ich glaube, wir haben keinen Druck, aber das musst du Martin fragen. Meine letzte Frage, wie viele Reihen wirst du in Rosenheim am Freitag aufstellen? Gut. Erstens muss ich schauen, also wir haben morgen kein Training. Also wir werden morgen da. Aber wir werden morgen nicht auf Mais gehen. Ich muss zuerst schauen, wie viele Leute nicht verletzt sind. Und dann kann ich das dann antworten. Also der musst du mir dann vielleicht morgen anfragen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann möchte ich auf die nächsten 2 Spiele hinweisen. Jetzt am Freitag in Rosenheim und dann am kommenden Sonntag hier wieder in Kaufbeuren in der Sparkassenarena. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen guten Nachhauseweg.